Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem Video von Kanal, heute mal wieder Mario Rabbids Kingdom Battle. Das war mal eine andere Begrüßung, hätte ich gesagt. So, ich weiß nicht, ob wir von hier kommen oder ob wir hier hingehen müssen. Wir müssen hier hingehen, glaube ich. Jetzt beginnt langsam der Teil des Spiels, wo ich mir denke, okay, waren wir hier schon, waren wir hier noch nicht? Oh, aber wir sind hier richtig der nächste Boss. Der Torknacker, yay! Dun, 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 dun. Oh shit, here we go again. Oh oh. Oh oh. Roar. Blizzy und Sandy. Ne, Blizzy und Sandy. Heißkalte Fieslinge. Let's go. Wir wechseln wieder zu unserem Main-Freunden. Aktivieren die doppelte Heldensicht. Die uns jetzt endlich holen können. Aktivieren. Oder verbessern die Range zum Laufen. Verbessern auf jeden Fall den Vampir-Effekt. Und den... Wir spielen zwar jetzt nicht, aber... Ja, wir verbessern ihn noch nicht. So, let's go. Kämpfen. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit ihm an und machen mal erste Arbeit, indem wir hier hingehen. Und den Rocket Launcher in die Gegend jagen. Und zwar auf diesen Typen, weil ich denke, dass wir den als erstes besiegen werden. So, damit ist er offen. Und kann von Mario erstmal ganz gediegenst. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was die für besondere Dinge haben. Ist mir aber auch scheißegal. Obwohl, ich gucke ganz kurz nach. Schurkensicht. Oh, jetzt Schurkensicht. Präzision mit Frost. Oh, Frost ist auch nicht geil. Aber wir geben auf jeden Fall jetzt den bösesten Hit. Die hat immer noch ihre Main-Waffe. Die Bombe, meine ich. Okay, wir platzieren uns hier. Ich will mich eigentlich nicht hier platzieren, aber sie ist ja ein Tank, komm scheiß drauf. Nach dem Kampf ist das Level aus, weiß ich meine, deswegen können wir hier ruhig all in gehen. Und bitte ein Crit. Oh, das wäre so geil mit dem Crit. Ja, wir aktivieren auf jeden Fall ihr Schutzschild und Science auch. Gegner. Gut, die Ziege sind mir scheißegal, bin ich ganz ehrlich. Klick-Klack. So, zack, der ist direkt tot. Kann sich bitte jetzt der Boss bewegen? Danke. Macht sich doch damit selber Schaden. Was war das denn? Ich mag den Typen. Er schadet sich selber. Auch geil. Ja, natürlich. Alle auf ihn. Auf sie. Wahrscheinlich auf ihn. So, jetzt kommt natürlich wieder der Move des Jahrtausends. Und zwar wird jetzt in diesem Fall einfach mal die Rakete genommen und lenkt sämtliche Spezialattacken auf sich. Außer die des unteren, wenn er sie aktiviert hat, hat er nicht. Auch immer.
Das heißt, wir können ihn auf jeden Fall dashen. Und ihm dann mit dem Hammer in die Fresse hauen eigentlich, ne? 20% Waffenschaden, das sind 120 Schaden. Macht schon gut Damage, da. Na komm, was soll der Scheiß? Der Geiz, meine ich. Vorher gucken wir noch, ob wir hier noch was machen können. Dash hin und hinten verstecken ein bisschen. Dann. Wollten nämlich eigentlich auf den anderen gehen. Die wollen uns davon ablenken, unsere Taktik auszuführen, meine Damen und Herren. Da wird keine Gnade geduldet. Und wenn wir einen Crit haben, dann killen wir ihn, glaube ich sogar. Weil der Crit macht genau 72, ne? Ja. Komm schon. Einmal im Leben. Scheiße. Ficken. Sorry. Hm, hier ist der Schwachmacher auch echt geil. Weil er halt auf die Bosse agiert. Und dann würde ich sagen, machen wir doch was anderes. Und zwar können wir ihn einfach totdashen. Ihm in die Fresse schießen, statt hauen. Also wenn das nicht geil gemacht ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, das ist die beste Sicht, die man haben kann an der Stelle. Da schießen wir mal drauf, hätte ich gesagt, mit dem 66er, solide. Und gönnen. Oh, ich muss nur den Miniboss besiegen. Ja gut, dann sind wir nächste Runde durch. Ich muss mich auf jeden Fall heilen nach der Runde. So viel steht fest. Ah, nicht kaputt schießen. Danke! Die haben 5 Leben! Ah, schade. Ja. Ist egal. Sag ich so, wie es ist, ist scheißegal. Er macht mehr. Das schauen wir uns der andere. So. Wir machen jetzt folgendes. Platzieren uns hier. Und hauen ihm Hammer in die Fresse. Sehr schön. Im selben Augenblick schießen wir ihn ab. Und ja, das war's. Also ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass wir das jetzt nicht einfach geschafft haben. Was zum... Ah, unser gefrorener Freund hat endlich beschlossen, sich uns anzuschließen. Eine blasse Imitation des Originalen. Klar, aber dennoch. Jeder Verbündete im Kampf gegen Bowser Jr. ist selbstverständlich willkommen. Ich schlage vor, wir ziehen uns in den Pilzpalast zurück, um unseren Freund... Naja, cool. Geil. Von 7, perfekt. Aber so muss das aussehen. So, das gibt Leben, Waffen und weitere Punkte für den Skilltree. 15 Stück. Sehr schön. Und Geld natürlich, dass wir jetzt richtig, richtig schön ausgeben können. 4000 Münzen für eine neue Waffe. 12 neue Waffen verfügbar. Das ist für alle die wichtig, die jetzt in der Secondary-Waffe oder in der Main-Waffe noch immer die Standardversion haben. Die haben jetzt, boah, 175 Punkte. Da werden wir gleich richtig einkaufen gehen. Junge. So, was bleiben wir dann bei Mario als nächstes machen? Ich würde sagen, wir erweitern den Stampfschaden. Für 30. Kostet, wird noch ein bisschen dauern, bis wir das haben. Oder wir aktivieren oder verdoppeln. Oder verbessern den Schaden des Kraftpakets. Ja. Bei ihr können wir für 15 gar nichts anstellen. Vielleicht im Röhren gerade ist. Naja, aber das lohnt sich nicht so. Was ist da jetzt los? Bei ihm würde ich gerne den Rasereischaden weiter verbessern. Bei ihm können wir vielleicht was upgraden. Teamsprung ist nie schlecht. Ja, er hat zu wenig Leben, komm. Wir können ihm ein paar Leben. So, Kavum-Raserei. Das holen wir uns. Den Hammer holen wir uns. Magnettanz ist sehr wichtig. So. Jetzt ist die Frage, wie investieren wir seine Punkte?
können einerseits auf die Kaboom-Raserei gehen, auf das Anlocken von Gegnern, auf die Körperparade, obwohl die schon stark genug ist, wie ich finde. Magnetfeldradius, Magnet, Cooldown, wir können das Leben verbessern. Ich würde sagen, wir gehen auf die Kaboom-Raserei, Jungs. Erstmal natürlich das hier, sehr wichtig. Teamsprungfelder, erstmal zwei Radius, zack, zack. Dann können wir noch von mir aus ein Upgrade hier rein investieren. Vielleicht noch das hier und dann noch das hier kommen. Was aller Geiz, dann haben wir die Punkte ganz gut investiert, wie ich finde. Und nun können wir unsere Waffen aufstocken. 10 Schaden mehr. Lohnt sich nicht wirklich, wie ich finde. Werden wir uns jetzt erstmal noch nicht holen. 800 Münzen sind auch sehr teuer dafür. Hammer haben wir weiterhin den besten, den es gibt. Hier ist sie noch das Standardmodell. Sie ist so ein Beispiel gewesen. Hier konnten wir nur das kaufen. Jetzt können wir uns welche kaufen, die 35% mehr Schaden machen und Stoß haben natürlich. Obwohl Honig natürlich auch geil ist. Aber es schwächt natürlich dann auch die Heldensicht ab, weswegen wir eher auf Stoß gehen. Primärwaffen. Auch mit 10 Schaden. Was ist das denn? Achso. Werden wir uns jetzt auch erstmal noch nicht upgraden. Wählen wir uns weiterhin das Beste. Hier haben wir 25 Schaden mehr, das lohnt sich auf jeden Fall. Da haben wir 45 Schaden mehr. Mit Tinte leider nur mit Tinte verfügbar an der Stelle. Ich wäre aber sowieso wahrscheinlich auf die Tinte gewechselt irgendwann. Hier haben wir weiterhin die Beste. Rabbit Mario haben wir einen Hammer natürlich vom... Falls ihr das nicht mehr wisst, von... als in ein paar da habe ich einen Amiibo eingelöst und dort bekommt man diesen Hammer. Das heißt, da müssen wir uns an der Stelle nichts kaufen, worüber ich sehr froh bin. Und hier würde ich immer auf den Vampireffekt gehen. Ja, wir investieren das Geld mal, komm. Damit sind wir bestens ausgerüstet und können sogar noch einen Kampf machen, würde ich sagen. Hier, das können wir noch nicht machen. Da brauchen wir noch eine Fähigkeit, die wir nicht haben. Und das ist schon der nächste Kampf. I really like that. Yeah. 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 Oh, hier sind aber... Bald kommen die Pumpgun-Gegner, glaube ich, ne? So. Jetzt sagen wir, testen gleich mal ihn hier aus. Und dazu nehmen wir uns... ihn hier. Ja. Wir müssen ihn so weit vorbringen wie möglich. Das heißt, wir werden es mit ihm hier herstellen. Und... Oh, ich würde fast behaupten, wir machen das einfach mal so. Dass wir da wirklich allen in die Fresse hauen einfach. Oder? Scheiß doch drauf. Mit 40% kriegt der Stein. Und dann passt das Ganze. Fuck! Wie gut war das denn? Das war doch von der Skala von 1 bis 10 eine 100, oder? Aber eine schlappe 100, du. Ich kann ihn zwar abschießen. Nee, kann ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Was hat er noch für Fähigkeiten? Leibwächter. Nein. Wie wahrscheinlich ist es, dass der wer runtermoved? Ich sag mal eher unwahrscheinlich. Wir werden jetzt erstmal noch keine Heldensichten aktivieren. Die machen das schon. Und die Grobiane rücken vor. Dann haben wir noch einen Gehilfen. Ne, haben wir nicht. Doch. Oder hat sich nur nicht bewegt. Ist egal. Der kommt da nicht hin, ne? Nee. Ja, vielleicht muss er jetzt die Helden sich gucken, ja. Ja, ist aber gar nicht schlecht. Hätte ich genug Leben. So. Ich würde ihn gerne hochkriegen.
Ich würde ihn auch gerne hochkriegen. Ja, komm, das machen wir schon. Nächsten Mal kann er auf jeden Fall hochgehen. So viel ist sicher. Warte mal kurz. Ja, das reicht. Dann können wir... Oh, nee. Idiot. Ach, scheiß drauf, komm. Ja, auf jeden Fall können beide hoch. Das ist das Wichtigste. So. Ich würde sagen, als Erstes müssen wir sie runterlocken. Dazu gehen wir hier rein. Wie weit kommt er denn? Na, genau so weit, ne? Okay, dann killen wir ihn oben. Scheiß drauf. Okay, wir haben Vampir. Das heißt, es ist alles halb so wild, was wir hier machen. Fuck. Okay, das ist nicht genügend. Ganz eindeutiges. Ja, er muss leider Schaden kriegen, ne? Aber wir schießen wenigstens den anderen ab. Also von daher ist es... Wir kriegen Schaden, aber es ist jetzt nicht so tragisch, glaube ich. Wir aktivieren auf jeden Fall die Heldensicht. Was, der kann schon wieder hammern? Das finde ich gut. Ja, dann finishen wir mit dem Hammer. Davor schießen wir ihn einmal so ab. Dann einmal so. Oh, stimmt, der Double-Heldensicht. Ja, das war's komplett mit den Gegnern. Gar nicht berechnet, ja moin. Dann machen wir ihn fertig, komm. Was soll der Geiz? Dann locken wir ihn ein bisschen weg. Und schießen einfach mal nochmal. Komm. Dieses andere Geschoss, Digga. Dieses andere Geschoss. Und schießen ihn noch ab. Einfach nur, weil wir es können. Und weil wir Stein kriegen. Es ist das Geilste, was es gibt. Komm schon. Ja, was soll der Geiz? Nicht so nah am was. Warte mal. 105 macht er und macht 30 Steine. Ja, perfekt. Dann machen wir ihn jetzt fertig, meine Damen und Herren. Sehr gut. Mir gefällt Rabbit Mario richtig, richtig gut. Aber richtig, richtig gut. Schlacht gewonnen. 4 von 7 Züge. Also bis jetzt haben wir einen perfekten Lauf. Und die Weste ist so weiß wie Shinys Anzug. Na gut. Danke fürs Zusehen, wenn es gefallen hat, dann ist gerne positiv werten. Dann sehen wir uns nächstes Mal. Haut rein und